Hallo ihr Lieben, es ist ein bisschen laut, es ist ein bisschen crowded, es ist ein bisschen bevölkert, aber ich bin gerade unterwegs zur Sphinx und in Kairo. Es wird auch nur ein kurzes Video wahrscheinlich, weil ich habe gar nicht so lange Zeit und hier sind ganz viele Menschen. Kairo ist ganz zauberhaft. Ich bin jetzt alleine unterwegs in Kairo und ich muss sagen, es ist bisher sehr schön, sehr einfach hier alleine zu sein, weil die Menschen lieben mich, die Menschen sind alle nett zu mir. So, jetzt zeige ich euch die Sphinx. Ich muss einmal um die Kurve laufen. So. Nehme ich euch live mit, also live mit. Ich teile es erst heute Abend, wenn ich besseres Internet habe. Tada! So. Hier könnt ihr die Sphinx sehen hinter mir. Und noch weiter hinter mir. Pyramiden. Und diese Pyramide, die ihr gerade im Hintergrund seht, das ist die Pyramide, in die ich heute noch reingehen werde. Also ich schaue mir dann die Pyramide an und habe eine ganz fantastische Zeit hier. Und die Energie ist spannend. Ich bin ja heimlich schnell in der großen Pyramide, wo ich vor 2 Tagen drinnen war, bin ich in den Sarkophag reingesprungen und war in dem Sarkophag drinnen. Und es war fantastisch. Also die Energie da drinnen, die ist wirklich unglaublich, fantastisch, wundervoll, bezaubernd. So, ich schenke euch ein bisschen einen Sphinx-Blick. Und ja, genau, und dann ist noch mein Freund reingesprungen, nachdem ich ihn dazu verführt habe, da einfach verbotenerweise reinzuspringen in den Sarkophag. Hat eine wunderbare Rückerinnerung gehabt und hat es hinterher auch geleuchtet und gestrahlt. Und danach wollten noch andere, und es kam noch einer, keine Ahnung, so ein ägyptisch aussehender Typ her. Oh, ihr seht mehr. Ja. Und hat dann noch sein Priesteramt ausgeführt, als ich im Sarkophag war und als mein Freund im Sarkophag war, die Hände drüber gehalten und hat beschwörende Formeln in irgendeiner Sprache, welcher auch immer, gesagt. Also es hat einfach, es war zusammengepasst. Und das Beste war, die waren draußen, da wollte jemand anders reinspringen. Und dann war auf einmal ein Wächter da und hat es denen verboten. Und dann ist ein Stück zurückgelaufen, um nochmal die ganze Kammer anzuschauen. Und dann war der Wächter weg. Dann war da gar kein Wächter. Also wir haben wirklich alles umgeguckt, da war kein Wächter. Und ja, keiner hat versucht, in den Sarkophag reinzugehen. Und der Zauber war vorbei. Also es war ganz fantastisch und ja, ich freue mich. Wir haben hier hinter mir, seht ihr Kairo, die Stadt, und hier eben die Sphinx und die Pyramiden. Und es ist irgendwie immer nur eine Pyramide offen. Ich war vor 2 Tagen in der Cheops-Pyramide und kann jetzt heute in die mittlere, ich weiß gar nicht, welche das ist. Da gehe ich da rein. Dann habe ich noch ein Spezialabkommen getroffen, von dem ich jetzt noch nichts erzählen kann. Und ja, ich bin gespannt und ich freue mich. Und wir haben erst 3 Minuten. Ja, ich laufe einmal da oben rum, aber ich möchte auch ein bisschen Batterie sparen, weil ich ja heute noch mehr Fotos machen will, weil es einfach so fantastisch ist. Und es ist herrlich, es ist wunderschön, es ist warm. Oh, ich kann euch noch mehr Pyramiden zeigen. Es ist fantastisch. Vor 2 Tagen war ich hinter der Sphinx. Das sind auch irgendwelche Tempelchen, verschlossene Kammern, was weiß ich was. Da kann man immer überall, darf man, soll man nicht reingehen. Muss ich mal hochklettern. So. So, dann kriegt ihr den Rundumblick. Und könnten noch mehr Pyramiden sehen. Tada! Also es ist auf jeden Fall sehr schön. Ich werde hier mit Welcome Home begrüßt. Ich glaube, schon sagen wir es zu jedem Touristen, aber ich fühle mich Welcome Home und es ist eine wunderschöne Erinnerung und es ist fantastisch. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ganz liebe Grüße.
Bis dann. Ganz viel Energie hier vom Halschakra der Erde. Ja, das Halschakra der Erde. Ganz viel Energie und Freude vom Halschakra der Erde. Tschüss.